Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Shovel Knight. Wir sind zurück in dem krassen Spiel. Und ja, wir haben letztes Mal den Plague Knight besiegt. Das war durchaus lang, ja. Aber als nächstes besiegen wir den Mole Knight in der verlorenen Stadt. Das sind wahrscheinlich Ruinen, schätze ich, denke ich. Deswegen gehen wir jetzt rein. Die Gerechtigkeit der Schaufel. Und ja, hier gibt es ein paar Geheimnisse, ein paar neue coole Mechaniken. So wie in jedem Level eigentlich. Das ist allgemein nicht ziemlich cool, dass die dieses Level so Abwechslung drin haben. Was das Team angeht. Ich will da nicht runterfallen. Was bekommen wir hier? Ein Fisch. Warte, ich hüte deine Gabel. Ritter, ich habe Geschenke vom Apfelkönig dabei. Ach, aber du kannst dich noch mehr tragen. Komm wieder zu mir, wenn du einen Kelch übrig hast. Ich könnte mir überlegen, deine Kelche zu kaufen. So ist es natürlich nicht. Weil die Dinger können im Kampf tatsächlich ziemlich hilfreich werden. Denke ich. Aber nee, ist es. Als ob ich jemals sowas tun würde. So, hier kommt Lara von der Decke. Die uns nicht besonders leiden kann. Und uns wahrscheinlich töten möchte. Schätze ich aber nicht überall. An ein paar Stellen scheinbar. Was interessant ist. Und die Viecher sind so nervig. Meine, was seid ihr überhaupt? Was könnt ihr darstellen? Ich dachte, oben war was. Ein Geheimnis oder so. Och, man. Ich hab's nicht geschafft, es aufzudecken. Oh, man. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So. Ich bekämpfe mir mal direkt. Weißt du, er weicht jeden Schlag einfach aus. Weil er im falschen Moment hier ist. Nein. Nein, komm zurück. Och, was soll das? Oh, wir sind halt noch am Anfang. Wir haben nicht mal das erste Checkpoint gefunden. So bad sind wir schon. Bad kann man eigentlich sein. Aber wir können gleich das Geheimnis jetzt holen. Deswegen muss man das Ganze ziemlich positiv sehen. Oh, ich habe es ja voll verpasst. Und jetzt decken wir es auf. Ich wusste, hier ist eins. Hier sind sogar zwei. Oh, sogar noch eins. Okay. Da hat es sich durchaus gelohnt. Ah, mit dem aufgeladenen Schlag kann ich die Viecher töten, die hier rumrennen. Normalerweise kann man sie, glaube ich, gar nicht töten. Aber so geht es scheinbar. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. So. So. Wir ignorieren die einfach mal komplett, würde ich sagen. Weil wir sind nicht deswegen hier, sondern wir sind hier, um auf diesen riesen Käfer hier zu laufen. Nein! Ernsthaft jetzt? Warum sterbe ich gerade die ganze Zeit? Ich bin jetzt richtig bad. Ich weiß nicht warum. Aber diesmal wird's gut laufen, ich sag's euch. Diesmal machen wir keine dummen Verhalten. Und da habe ich gerade fast was Dummes gemacht, aber egal. Es passt, es ist alles gut, es ist alles im grünen Bereich. So wie dieses Slime-Viecher hier, alle im grünen Bereich. So, hier ist schon ein Geheimnis. Das habe ich gesehen. Habe ich direkt gesehen. Wenigstens wartet der Käfer. Ist korrekt. Danke sehr. Für den Transport. Und hier ist was. Uiuiui. Oha. Was bist du für eine? Also? Stirb. So, ich fühle mich schon sehr viel stärker als am Anfang dieses Spiels. Weil der Gegner, der macht sehr viel mehr Moves als zum Beispiel dieser Reifen in der Burg. Genau. Bei King Knight. Und trotzdem können wir die einfach zerstören. Ohne uns Gedanken über ihn zu machen. So krass sind wir schon. Ich glaube, hier sind so alte Ruinen. Das ist ja so eine verlorene Stadt, das sind alles Ruinen. Aber hier ist nochmal ein neuer Ritter. Und seine Spezialfähigkeit ist, dass er zweimal angreifen kann.
was ihn immer noch nicht so nervig macht wie den violetten Ritter. Auch schon. Okay, wenn du da oben bist, ist mir egal. Wenn du nicht zu mir kommst. Aber er kommt zu mir, aber trifft mich nicht. Und hier ist eine Burg. Und die zerstören wir. So. Und also wenn wir das Ding angreifen, werden alle kaputt, alle Steine. Aber wir können es auch nutzen, um hier hochzugehen. Und hier gibt es ein Geheimnis. Was bei dem Level jetzt voll geil ist, hier wird einfach, hier wird einem beigebracht, wie man die Dinge hier nutzen kann. Einfach indem man die Passage so groß macht, dass man es beherbt. Das ist einfach spielerisch ziemlich gut. Ich bin da drauf, da drauf, da drauf. Und uns voll aufladen. Und mit einem kranken Schlag die Truhe aufmachen. So krass ist das. Nein, ich spring noch nicht. So. Da fühle ich mich ein bisschen sicher. Wenn ich den Sprung so mache. Auch wenn die Sprünge am Ende gerade sehr, sehr spät waren, aber egal. Wird schon gut gehen. Und den haben wir. Leider nicht so getötet, wie ich es wollte, aber egal. Wir müssen ja nicht alles und jeden töten. Und das ist jetzt nervig. Soll nicht extrem vorsichtig sein, sonst passiert genau das. Manchmal hasse ich diesen Move, dass man automatisch nach unten geht. Das heißt manchmal, ich hasse ihn immer. Ah, wir müssen jetzt nicht zum Geheimnis gehen. Was es nicht so schwer macht. So. Wir kommen ja durch. So. So. Jetzt. Und nicht nach unten drücken. Perfekt. Das ist halt bei einem Analogstick nicht so einfach, wenn man in eine bestimmte Richtung nicht drücken darf. Weil der rund ist. Deswegen ist es nicht krass. Aber hier passieren wir den Schaden. Da greifen wir stattdessen nicht an, damit wir kein Leben verlieren, nicht runterfallen. Und jetzt eine neue Fähigkeit. Die Fähigkeit, die hat es in sich. Die ist krass. Ja, ja, ja. Immer derselbe Text. Perfekt. Staubfäuste. Bringen wir hin und machen das hier. Und dann können wir uns durch hier über die Luft bewegen. Und das ist doch schon ziemlich krass, würde ich sagen. Ah ja, bei den Vorgängern kann man nicht von oben greifen. Das vergesse ich die ganze Zeit. Warum? Ich weiß es nicht. So. Fang ihn, Maulwurf. Weg mit dir. Keiner kann dich leiden. So. Wir kommen durch und wir haben halt schon 11.000 Gold. Schon wieder. Achso, wir gerade eben den Typ was gekauft haben. So krass ist es. Und jetzt sind wir bei der Stelle. Was da unten? Man könnte meinen, es wäre Slime. Oder Schleim, aber das ist kein Schleim. Das ist Lava. Lava, die ein bisschen Schleim gepunkt wurde und deswegen komplett grün ist. Das ist nämlich die quasi eine weitere Spezialität des Levels. Wenn man jetzt rechts hinschaut, der Slime, der rote, ist gerade ins Grün reingegangen und wurde grün. Und das müssen wir hier auch nutzen. Also wir können einfach Schleim werfen, dann wird grün. Wir müssen weiterkicken und es für uns nutzen. So, wir nehmen die Fähigkeit, die wir wahrscheinlich noch brauchen. Und das können wir halt hier auch ausnutzen, indem wir es einfach auf Lava werfen. Dann wird es zu Schleim. Ist halt schon krass. Und nochmal. Und das wird jetzt auch so das ganze Level eigentlich sein. Also das nächste, das nimmt ein paar von Level. Also, ne, schaffen wir nicht. Aber die Lava bleibt nicht für unendlich Schleim. Sonst wäre es ja viel zu OP. Das wäre sonst viel zu OP. Hier müssen wir zweimal das Ding kicken, um dann so ganz hoch zu kommen. Und dann müssen wir es ausnutzen, um hier hoch zu kommen, zu einem anderen Geheimnis. So. Oh, das wird auch. Das war halt so knapp. Das wäre jetzt fast schief hier. Aber es lief ganz gut, weil wir es geschafft haben. Oh, stell dir vor, wir hätten diese schwarze Rüstung. Oh, das wäre so eklig.
Und das hier ist richtig eklig. Wir dürfen nämlich nicht noch einen Boden schlagen. Deswegen muss ich die Fähigkeit, mir anzugreifen. Wenn wir so einen Doppelangriff machen können wie der. Denn sobald wir auf den Boden schlagen, löst sich der ganze Boden auf und wir fallen in die Lava. Und das ist auch eine richtig eklige Stelle. Wir müssen den Gegner besiegen, bevor es wieder zu Lava wird. Sonst kommen wir nicht mehr nach rechts. So. Wir sollen uns beeilen. Und wir konnten noch einsammeln. Alles gut. Wir haben alles, also gehen wir weiter. Oh, hier ist ein Geheimnis. Ich wollte gerade sagen, wie mache ich das? Ja klar, so. Natürlich so. Ist doch klar. Obenrum wäre ich noch durchgekommen mit dem Amulett. Und hier unten nicht mehr. Weil da ist kein Boden. So, wir holen uns den Checkpoint. Der Checkpoint, der leuchtet so rot, wie so ein Kristall. Sieht voll geil aus. Am liebsten würde ich ihn tot machen, aber ich glaube, ich will es nicht riskieren. Sonst müssen wir nämlich von sehr weit vorne anfangen und da habe ich keine Lust drauf. Auch wenn die Stelle jetzt nicht gerade sehr gefährlich aussieht, trotzdem. Ich möchte das Ganze nicht so risikoreich machen. So, nein! Genau deswegen. Ach Mensch. Vor allem der nächste Check ist halt direkt dahinter. Das heißt, wir sind quasi schon am Ende. Das heißt, das ist ziemlich gut. Schaffen wir das noch? Komm, schaffen wir das. Wir müssen es schaffen. Diese Viecher, was auch immer die sind, sind halt nervig. Aber wir haben jetzt die roten Kristalls, also wir gehen einfach oben rum. Und versuchen die Dinger zu bekämpfen. Oh, 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 easy. Okay, hier können wir einfach den Schädel einschlagen und kriegen was zu essen. Ich glaube, das ist schon die letzte Checkpoint, das müsste der Boss sein. Der Boss müsste jetzt direkt vor uns sein. The Mole Knight. So, was wir bei dem hier machen, ist das Teil zu holen. Weil jetzt ist es gerade am Anfang nicht so schwer. Aber später wäre es halt toll, wenn wir später ein paar Moves machen und man viel Schaden kassiert, dass man ein bisschen weniger Schaden nimmt. Hier ist es. Ah, okay, jetzt kannst du zurücken. Das wusste ich nicht. So. Ah, ich trinke es einfach. Scheiß drauf. Auch wenn es wahrscheinlich gerade ein Fehler war. Oh, das war wahrscheinlich gerade ein gewaltiger Fehler, glaube ich, das Ding zu trinken. So. Er kommt da hinten raus. So, wir laden uns auf jeden Fall auf bei dem, während er das macht. Und dann versuchen wir Lava auszuweichen. Und wir treffen natürlich nicht, weil wir so bad sind. Ich bin richtig bad in dem Bosskampf, was soll denn das? Er ist halt nicht gerade der schwerste. Aber aus Unruhe mache ich gerade so unnötige Fehler. So. Komm schon. Ich werde das, ich muss jetzt die Unbesiegbarkeit so hart spammen. Weil ich ansonsten es vielleicht nicht schaffe. Nein, ich habe nicht genug Dinger gehabt. Och man. Ich dachte, ich hätte genug Mana, aber ich hatte nicht genug Mana. Sollte ich mir auf meine Anzeige achten.
Sonst habe ich ein Problem. Wenigstens verlieren wir hier unser ganzes Gold. Außer wir sind jetzt so doof, dass wir jetzt sterben. Guck mal hier. Ich habe beim ersten Mal hier gar nicht getroffen. Ich habe beim ersten Mal ein paar Mal getroffen. Ich hätte es schon geschafft. Ohne zu sterben. Aber nee. Okay. So. So, aufladen natürlich. Aufladen. Moment, ist unser... Na, unser Kelch steht auch leer. Oh, das ist nicht gut. Jetzt müssen wir das zweite Mal komplett ohne Kelch schaffen. Das ist natürlich ein Nachteil. Das heißt, bei diesem Kelch muss man extrem aufpassen, wenn man ihn verwendet. Okay. Da bist du. So, wir laden uns mit auf. Alles gut. Versuchen, die Flammen auszuweichen, was natürlich nie klappt. Warum sollte es gut klappen? So. In dem richtigen Zeitpunkt einfach springt, dann kann man den gut treffen. Und jetzt läuft es gerade mega gut. So gut, dass wir ihn so getötet haben. Oh, er wird mitgenommen. Für Maulwürfen. Tschüss. Idiot. Kommt jetzt ein Traum, ist jetzt die Frage. Ich glaube schon, weil die Musik ist anders. Und ja, es kommt ein Traum. Fange sie. Und zwar jetzt. Beziehungsweise rette sie. Oh. Ich wusste, dass wir unsere ganzen Moves behalten, aber... Oh, ich kann auch die Umsiegbarkeit auch nutzen. Dann ist die Steve gut. Easy. Und wir haben es geschafft. Oh, deine Essensmarke. Ja, neues extra Leben. Wir haben es geschafft und die Karte öffnet sich weiter. Ja, endlich. Und ich glaube, das ist das Ding, Black Knight. Oder heißt der Shadow Knight? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie heißt es auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wie das Ganze hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Shovel Knight. Da könnten wir das Zelt noch machen, weil das müssen wir auch schaffen. Na, ist alles gut. Bis zum nächsten Part. Alula.